Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo IP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge, ja, wurden alle vergiftet und getötet und wir haben eigentlich das Turnier schon gewonnen, aber wir müssen immer noch am Turnier teilnehmen und ja, warum? Egal. Wir machen uns jetzt auf zum Kolosseum, weil die mächtige Glocke hat geläutet und wir müssen sofort hin. Ja. Hi. We heard the bell. What's going on? Oh, thank the spirits you came. The tournament committee suddenly voted to hold the finals, and they've decided to revert to the late king's rules. The late king's rules? You don't mean... I'm afraid I do. A fight to the death. I didn't mention it before, but the old rules also mandate that fights be one-on-one. What'll we do? Well, we still need those wyverns, so forfeiting is not an option. But this is still very peculiar. Why would they revert to an older set of rules? Wake up and smell the poison coffee, kids. It's pretty obvious this is a plot by Exodus. The people trying to snuff you out. Are you sure? Hold on. Dann immer einfach nicht am Kampf teil. Is it okay for you to say this? Was sagen? What are you talking about? Alvin is working for Exodus. Ich wusste es. You're kidding me, right? I wish I was. They've been having me do odd jobs for them. Don't tell me the poison was... That wasn't me. I almost choked down some of that stuff too, you know. I don't know who was behind it either. I worked for him, sure, but it was always small fry stuff. Just tell me one thing. Can you promise us you'll never work for them again? Yes. You have my word. Good. Nah. Were you privy to Exodus's plans? Ja, da, dieses Schweige schon. I heard some things. They hope to change the rules for the finals. Ah. To kill Mila. Even if you win, they have a backup plan. They figure you'll be worn out. Easy pickings for their snipers in the cheap seats. How dare they stain our proud tournament with their foul tricks? This is an outrage. Their plan is a house of cards. If any one of you fights as a champion in my stead, the whole thing collapses. Ja, genau. Oh, good thinking. Still, I'll take their bait. Anything to drag them out of hiding. Are you nuts? Why? It is far too dangerous. I cannot allow you to risk your life just to bait Exodus into the open. Yeah, it's not worth it. Mila's gonna die! It looks like Jude agrees with me at least. You want us to take care of the Exodus agents in the stands? That's your plan, right? Exactly. Are you serious? Normally we have no way of knowing when Exodus will strike. Ah. We have a time and a place. It's a logical plan. If we don't strike now, they'll slip away and find time to prepare a new plan. There's no guaranteeing that one won't be even more devastating. You're really going to enter? The pride of your clan is on the line, isn't it? We both get what we want. You really are something. Very well. So we're left with no choice but to ensure that everything goes right. Your strategy must succeed. Correct. Let's go. Mila. Ja, wer kämpft dann und wer nicht? Let's give Exodus a taste of their own poison. Agreed. Alles klar. Ja, der Plan klingt doch schon, als wäre er zum Scheitern verurteilt. Aber was soll's. Als Elvin gesagt hat, er wird es nie wieder machen und nie wieder für die Leute arbeiten, habe ich ihm tatsächlich geglaubt. Und dann das Schweigen danach hat mich schon wieder umgestimmt. Boah. Hä? Ich dachte zwei. Ich dachte, das sind Zweierkämpfe. Ach so, einer gegen einen. Ich dachte, so ein Team. Das war cool. What? He didn't
channel that? And with that kind of power, could it be? A Spyrex! I can hear the spirit's cries. We're too late again. No! Stop! Give him back! No! Stop it! Let me go! Give up the sweetheart! Na wartet, ihr werdet sterben. Da sind mehrere Leute. Hallo? Hey, what happened to just one on one? Alvin! They weren't after you. Their target must have been Tipo all along. There weren't any snipers in the stands either. I didn't know, I swear. Then it's up to you to save her. What? Do you mean you're testing my loyalty? I'm counting on you to do this. Ich aber irgendwie nicht. Hallo, habe ich nicht auch Mitspracherecht? Don't blame me if it goes south. Is he going to help Mila? Perhaps there are no snipers in the stands after all. Let's go then. Huh? Just Leia? Exodus captured Tipo. Elise and Alvin went after them. Good heavens. Here we go. Uiuiui. Ja, ist gut so. Machen wir aber so. Was ist denn für eine geile Musik? Ach du. Der hat. Die haben alle viel, viel HP. Oh nein, oh Gott. So, erstmal auf den pinken. So, verdammt. Was mache ich hier? Ich verknote mich hier voll mit meinem Controller. Nee, da warte, so geht das nicht. Ich muss die Dinger hier umstellen, das geht so nicht. So. Da ich die nicht aufladen kann, muss ich so wie der hier kostet alles so viel. Ich mache das so. Feuerkugel mit Lanze. Stein, Schwall. Damit ich die auch aufladen kann. Flammenring. Der hat Schiel. Das ist. Blitz, was habe ich? Und hier einfach. So, Leute, jetzt geht's los. Mann, ich dachte. Ich sollte vielleicht. Es ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da kann irgendjemand hier Schwall. Aber zum Glück passt die Musik gerade so gut. Ich habe keine Tränke des Lebens. Scheiße. So, jetzt setz doch mal hier das Ding jetzt ein. Boah, okay, hat Couch angefangen, aber jetzt nicht mehr. Zack. Und zack. Nein.
Wundergummi, bist du eigentlich irre? So einen hätten wir. Und zack. Und zack, da darf ich auch noch steuern. Wunderbar. Bleibst du hier? Aber hey, sind sogar gut verteilt, die Dinger. Okay, ich habe keine Ahnung, wie weit. Der ist immer noch nicht tot. So, jetzt aber. Zack. Kannst du mal aufhören, Wundergummi einzusetzen? Alles ein ganz normaler Tag. 3622 Gold haben wir bekommen. So, das war ein bisschen knapp. Wo es eigentlich nie knapp war. Okay, jetzt kümmern wir uns wieder um die wichtigen Sachen, nämlich wo ist Elise? I sent members of the clan after them, but I've yet to hear back. Let's go look for them too. Hold on. We know they left the city. You won't have much luck finding them if you're not familiar with the area. Let us locals handle this. We'll find them. Just promise me you'll wait here until we do. Very well. Okay. Was? Ah. Weißt du, wir müssen uns auf Elvin verlassen. This is taking much too long. You don't think that Alvin turned on us? How could I have let Elise leave her seat like that? If I had just noticed sooner. It's not your fault, Leia. But we found their trail. Where does it lead? We were too careless. They've gone into the royal hunting grounds. Where is it? It's a forest near the city that kings have used as their private hunting grounds for generations. It's a sprawling, primeval place. The Katarl clan looks after it. Thank you, Jürgen. The hunting grounds team with dangerous monsters. Please be extra careful. Na gut. Aha. Spyrix-Stufen. Our foes in the arena used arts without casting them. Is that Spyrix technology? It is. But there are many types of Spyrix which can employ different amounts of mana. The Spyrix we saw in the arena is at a far lower level than the type I encountered earlier. To command that much power at even a low level is a terrifying concept. And unfortunately a reality. Even worse, such power was obtained from murdering spirits. Oh je. Na gut, aha. Ach nee, müssen wir ja gar nicht. Aber haben wir einige Gegenstände bekommen. Und das hat sich ja wieder geändert. Gut. Das heißt, wir können hier auch noch ein bisschen aufleveln. Bläm! Zack. Und Blätter haben wir nicht bekommen. Doch einen. Ha! Ha! Ja, mehr werde ich heute nicht mehr schaffen. Zack. Was haben wir hier? Fische, 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 Frische, Fische, Fische, Fische. Verdammt. Hier, Metall. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch hier welche aufbewahre, aber wer weiß. Vögel. Machen wir auch noch, machen wir auch noch schnell. Und dann verabschiede ich mich wieder für diesen Part. Und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Part. Tschüss. Bye bye.